Einer der größten Meister der Tarnung unter den Meerestieren ist wahrscheinlich der Tintenfisch. Einige Polypenarten passen ihre Farbe und Struktur nahezu perfekt der Oberfläche an, über die sie sich bewegen. Der Seepolyp, den Sie hier gerade sehen, ist ein Experte in Mimikry und verfügt darüber hinaus über eine vorzügliche Tarntechnik. Wenn der Polyp in ein sandiges Gebiet kommt, in dem er sich nur schwer tarnen kann, wendet er seine überragende Fähigkeit zur Mimikry an, indem er sich in ein Büschel Seegras verwandelt. Dieser Polyp kann seine Form derart meisterlich verändern, dass er nicht von einem Stein zu unterscheiden ist. Auf diesem Stein ist ein weiterer Polyp verborgen, aber solange er sich nicht bewegt, ist es unmöglich, ihn zu erkennen. Auf den ersten Blick scheint dieser Fisch im Seegras verborgen zu sein. Die Wahrheit enthüllt sich uns aber erst, wenn wir ein wenig Abstand nehmen. Was wir jetzt erkennen, ist kein Seegras, sondern ein Seepferdchen, das in der Form von Seegras erschaffen wurde. Dieses Geschöpf, das auf den ersten Blick wie ein Seeschwamm aussieht, ist in Wirklichkeit ein Fisch. Dank eines speziellen erschaffenen Organs, das wie eine Angelrute funktioniert, kann er mit Leichtigkeit kleine Fische fangen. Auf diesem Zweig befinden sich zwei Knoten. Der eine von ihnen ist jedoch etwas ganz anderes, eine getarnte Spinne. Das Insekt tarnt sich bei Gefahr und die Spinne wird ununterscheidbar vom Zweig. Diese Spinne ist nicht ausgestattet mit der Fähigkeit zu denken. Woher also stammt die Idee, sich zu tarnen, indem sie einen Zweig nachahmt? Derartige Beispiele beschränken sich nicht auf Spinnen. Zwischen diesen Blättern ist zum Beispiel ein Insekt verborgen. Schauen Sie genau hin. Es ist kein Unterschied festzustellen zwischen dem Körper des Insekts und einem Blatt. Alles wurde makellos auf dem Körper des Insekts nachgebildet, von der Form des Blattes bis hin zu den Blattvenen. Unter diesen gelben Blättern befindet sich ein weiteres Insekt. Versuchen wir einmal, es zu finden. Da ist es. Ein perfekt getarntes Insekt. Es ist nahezu unmöglich, das Tier auf dem Blatt zu erkennen. Das Insekt ahmt das Blatt bis ins kleinste Detail nach. Wie etwa die Zeichen des beginnenden Verfalls.
Und hier ist ein weiteres Insekt, das genau so aussieht wie ein zerrissenes Blatt. Lassen Sie uns nun das Design der Tarnung dieser Insekten ein wenig genauer betrachten. Diese Lebewesen verfügen nicht über die Fähigkeit des Denkens. Sie wissen nicht einmal, dass sie sich als Blätter tarnen müssen, um zu überleben. Und selbst wenn sie es könnten, wären sie nicht in der Lage, ein Blatt auf ihren Körper zu zeichnen. Wer ist also der Urheber dieses bewusst geplanten Designs auf den Flügeln der Insekten? Es besteht kein Zweifel, dass sie ein Beweis des Schöpfers sind, dem sie ihr Dasein verdanken. Es ist allgemein bekannt, dass die Evolutionstheorie von Darwin behauptet, dass alles Leben durch Zufälle entstanden ist. Das Blattmuster auf den Flügeln dieser kleinen Insekten reicht jedoch schon aus, um nachzuweisen, dass die Lebewesen das Werk eines Schöpfers sind und nicht des Zufalls. Wenn ein Künstler sich daran macht, ein Blatt zu zeichnen, dann kann er es nur bis zu einem bestimmten Grad realistisch nachahmen. Aber dies sind keine Zeichnungen, es sind perfekte dreidimensionale Modelle eines Blattes, die auf dem Körper von Insekten nachgebildet sind. Allah, der Herr der Welten, hat dieses Geschöpf mit seinem wunderbaren Design erschaffen und uns so seine Kunstfertigkeit und Macht offenbart. Was sich dort an dem Ast bewegt, sieht auf den ersten Blick wie ein trockenes Blatt aus. Es ist jedoch etwas ganz anderes. Es ist der Kokon eines Schmetterlings. Dank ihrer perfekten Tarnung, mit der Allah sie ausgestattet hat, kann die Raupe ihre Entwicklung zum Schmetterling vollenden, ohne von ihren Feinden erkannt zu werden, gegen die sie sich nicht verteidigen könnte. Was Sie hier sehen, sieht aus wie eine rosafarbene Orchidee. In Wirklichkeit ist es jedoch etwas völlig anderes. Ein Lebewesen, das vollkommen der Farbe der Blume und ihrer Form gleicht. Es ist eine Fangheuschrecke mit ihrer wundervollen Tarnung. Natürlich hat das Insekt selbst nicht die perfekte Gleichheit der Farben geplant, noch Form und Muster der Orchidee, der es ähnelt. Auch mit diesem Beispiel zeigt uns Allah, der Schöpfer allen Lebens, seine Kunst. Im Koran hat Allah sich als der allmächtige Schöpfer offenbart. Diese weiße Spinne liegt auf der Lauer nach Beute genau am Rande des weißen Teils der Blume. Auf diese Weise sieht die Spinne für einen Schmetterling, der in der Mitte der Blume landet, so aus, als wäre sie ein Teil des Blumenblattes. Die Tarnung der Spinne ist so vollkommen, dass ihre Beute bisweilen direkt auf ihr landet. Unter den Wundern der Tarnung, in der Natur, nehmen die Schmetterlinge einen besonderen Platz ein.